Na, hatte ich recht oder hatte ich recht im letzten Video? Also, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, hatte ich sozusagen einen sechsten Sinn. Und mir ist ja noch an dem gleichen Tag, wo ich das Video hochgeladen habe, zur 38. Schwangerschaftswoche, genau an dem Abend noch die Fruchtblase geplatzt. Ich sehe unglaublich weiß aus. Oh mein Gott. Egal. Ihr wartet schon sehnsüchtig auf meinen Geburtsbericht und ich muss jetzt mal die Ruhe ausnutzen. Mein Schatzi hat Blähungen und ist so ein bisschen, ja, ein bisschen untröstlich heute und das ist ganz schlimm und ich leide mit. Aber mal gucken, was wir da machen. Jetzt kommt aber erstmal mein Geburtsbericht und ich muss mich sputen, dass ich mich hier echt nicht festquatsche. Es war eine recht lange Geburt. Über 19 Stunden. Und ja, ich versuche das mal ein bisschen in der Kurzfassung euch zu erzählen, wie das denn so war, ne? Also, in der Nacht vom 17. Januar zum 18. Januar hat es angefangen so mit leichten Wehen. Das hatte ich ja schon im Video erzählt, dass ich so ordentlich schon vor mich hin wehe und Schmerzen habe. Und ja, dann war ich abends auf Toilette und dann kam wieder so eine Wehe und dann machte es Platsch. Und dann war in der Toilette, also ich lasse hier kein Detail aus, ne? Ich möchte es ja nicht beschönigen. Und dann war in der Toilette der Schleimfropf. Das ist ein Schleimgebilde, das sich vor den Muttermund legt und während der Schwangerschaft vor Infektionen schützt sozusagen und Bakterien, dass die da nicht eintreten können. Deshalb ist da der Schleimfropf davor. Und wenn der abgeht, ist das ein Zeichen, dass sich was am Muttermund tut, dass der sich vielleicht so ein bisschen öffnet oder weicher wird oder weiß, was weiß ich. Und ja, der ist dann so platsch abgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, na gut, dann kann es ja die nächsten Tage, wird es ja dann vielleicht losgehen, ja? Die nächsten Tage. Dann hatte ich schon gemerkt, dass so mit den Wehen irgendwie sind die anders. Und um 22:30 Uhr, ich war gerade mit den Hunden draußen, merkte ich so, wie es irgendwie läuft. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich so einen klassischen Blasensprung vorstellt, wie in den Filmen, dass Platsch auf einmal alles hier nass ist. So war es nicht. Es war eher wie so ein Fluss, aber kontinuierlich und man konnte es nicht aufhalten und mir war sofort klar, dass das die Fruchtblase ist. Ja, und ich war gerade mit den Hunden draußen und es war tiefster Winter und kalt und wenn einem dann so schön was die Hosenbeine runterläuft, das ist besonders schön. Und ich hab, dann musste dann leider meine Hunde drängeln, leider, leider, damit wir wieder nach Hause kommen. Und ja, dann bin ich erstmal zu Hause gewesen und mir so gedacht, was macht man da jetzt eigentlich so, wenn die Fruchtblase so platzt? Und dann habe ich erstmal im Kreißsaal angerufen und die haben gesagt, ja, innerhalb der nächsten Stunde soll ich dann doch bitte rumkommen. Und ich so, na toll, ich wollte ja hier noch alles so schön vorbereiten und sauber machen. Und ich hatte auch Gipsbinden bestellt für meinen Babybauchabdruck und so weiter und so fort. Das konnte ich alles nicht machen. Und ich hatte mir ja vorgenommen, wenn es dann losgeht bei mir, dass ich dann noch schön bade. Aber ja, nee, das ist dann immer so beim Blasensprung ein bisschen blöd. Da muss man, sind dann alle Pläne irgendwie über den Haufen geworfen. Und naja, ich habe mich dann geduscht und die Tasche fertig gepackt, noch das dazu gepackt, was gefehlt hat. Und dann sind wir losgefahren. Und dann wurden wir da empfangen. Und dann hat sie gesagt, ja, heute ist irgendwie die Nacht der Blasensprünge. Ich bin jetzt schon die vierte inzwischen, die mit Blasensprüngen da angekommen ist. Und ja, war wahrscheinlich irgendwas lag in der Luft an dem Tag. So, dann, ich habe es mir aufgeschrieben, deshalb gucke ich immer hier unten, damit ich nichts vergesse. Auch wenn ich mal meine eigene Schrift lesen könnte. Leichte Wehen.
Ja, ich hatte schon die ganze Zeit über so leichte Wehen. Es war aber alles noch auszuhalten. Also sind wir angekommen, dann wurde ich untersucht. Muttermund wurde abgetastet und der war noch total unreif, also ganz hart und zu. Und dann wurde ich ans CTG angeschlossen. Da waren leichte Wehen drauf und dem Kindchen ging es gut. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich was gegen die Schmerzen haben möchte. Ich so ganz cool, nein, das geht doch noch. Und ich dachte, das zieht sich wahrscheinlich noch ewig, wenn da jetzt noch der Muttermund so zu ist und so weiter und so fort. Hab ich gesagt, nein, ich möchte nichts. Was ich dann später bereut habe. Ich sag zu viel. Ja, dann muss die stationär aufgenommen werden, weil sich ja halt noch nichts getan hat am Muttermund. Und ich habe ein Einzelzimmer bekommen, war ich sehr froh. Mit einem Pipapo, mit Wickelecke und Bad dran. Und das ist echt was wert. Ich muss dann nicht über den Flur laufen oder so zum Bad oder so. Das war ja meine krauslige Vorstellung. Oder mit mehreren in ein Zimmer muss eigentlich auch nicht sein. Und dann bin ich da stationär aufgenommen worden. Mein Freund durfte nochmal nach Hause fahren und da schlafen. Und ja, ich hatte dann versucht zu schlafen, was sich aber schwierig gestaltet hat, weil die Schmerzen irgendwie kontinuierlich stärker wurden. Und ich habe auch mal spaßeshalber immer auf die Uhr geguckt, weil man sagt ja immer, wenn man Wehen hat, in so und so kleinen Abständen, dann hat das schon was zu bedeuten. Und mir kamen die Abstände sehr, sehr, sehr kurz vor. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und es waren tatsächlich immer nur 2,5 bis 3 Minuten. Aber noch nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, uff. Aber es waren schon Wehen, die einen vom Schlafen abgehalten haben, sozusagen. Ne? Und dann habe ich erst mal gegoogelt, lustig wie ich bin, was es denn nun heißt, wenn man Wehen hat alle 2 bis 3 Minuten, weil ich habe dann geguckt, die Eröffnungsphase, so heißt das ja, wenn der Muttermund sich öffnet, das ist die längste und auch naja, anstrengendste, weiß ich nicht. Gut pressen und so weiter ist auch streng, aber ist auf jeden Fall die längste und vielleicht auch schmerzhafteste Phase. Und da stand, dass es anfangs losgeht mit Wehen aller 20 bis 30 Minuten und ganz zum Ende hin so aller 5 Minuten. Und habe ich mir so gedacht, das ist ja irgendwie komisch. Bei mir ist das ja jetzt irgendwie öfters. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, weil es wirklich echt nicht aufgehört hat und es kontinuierlich so war, dass da alle paar Minuten so eine Wehe kam, bin ich vorgegangen zum Kreißsaal, weil die Ärztin hat gesagt, wenn irgendwas ist, soll ich vorkommen, dann guck mal. Das war so 2:30 in der Nacht ungefähr und ich habe gesagt, dass ich halt diese regelmäßigen Schmerzen habe. Und dann hat sie nach dem Muttermund geguckt und da hatte sich aber nichts getan. Ans CTG hat sie mich trotzdem angeschlossen. So eine Dreiviertelstunde, immer sehr lange war ich da angeschlossen. Später war ich, glaube ich, mal an die 1,5 Stunden oder so da dran. Und ja, dann hat sie mir was für die Schmerzen gegeben, was aber eigentlich für ein Anus war. Paracetamol-Zäpfchen, also das hat gar nichts gebracht. Null. Ja, nachdem ich dann am CTG war, bin ich wieder aufs Zimmer gegangen. Und es war wirklich kontinuierlich, also sie hat es richtig eilig. Kontinuierlich sind die Wehen schlimmer geworden und immer in diesen kurzen Abständen. Also ich hatte wirklich nie, also so 0 Uhr sind die ja losgegangen, die Wehen. Nie mal so eine längere Pause von 10 Minuten oder Viertelstunden. Sie waren echt richtig, richtig in kurzen Abständen. Ich weiß nicht warum. So bis 12:30 Uhr ungefähr habe ich mich dann auf meinem Zimmer abgequält und ich musste schon veratmen und bin rumgelaufen und so. Und dann bin ich wieder vorgegangen, so 12:30 Uhr ungefähr. Und dann wurde wieder auf den Muttermund geschaut und da hatte sich aber immer noch nichts getan. Und das war sehr frustrierend, weil ich hatte ja inzwischen schon an die 13 Stunden Wehen und Muttermund war immer noch nicht geöffnet, nur ein bisschen weicher, hatte sie gesagt. Und ja, das war natürlich sehr frustrierend und ich habe mir gedacht, was soll denn das noch werden, wenn sich hier noch gar nichts getan hat, weil die Wehen fand ich in dem Moment auch schon echt richtig krass. Dann wieder ans CTG, das war diesmal sehr, 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 sehr lange, dieses CTG und auch während des CTGs sind die Wehen immer krasser geworden. Ich konnte gar nicht mehr richtig denken, ich musste veratmen, ich habe
Ich war laut, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich so laut werden kann. Aber das geht irgendwie nicht anders. Also in dem Moment ist das dann so ein bisschen eine Erleichterung, wenn man das so ein bisschen rausschreien kann. Und dann wurde nochmal geschaut. Wartet mal. Ich habe das aber echt durcheinander aufgeschrieben. So, CTG sehr lange. Ja, und so einen leichten Druck nach unten habe ich auch schon verspürt während dieser Wehen. Und das habe ich dann gesagt. Und ich habe dann auch schon mal meinen Freund angerufen. Der war ja noch nicht da seitdem. Und der kam dann auch mit China-Essen für sich. Ich wollte nichts essen. Und dann wurde so um 3 nochmal geguckt. Und dann war der Muttermund schon 3 bis 4 Zentimeter offen. Also hatten sich die Wehen endlich mal gelohnt. Das war schön zu hören, auf jeden Fall. Ich habe ja vermutet, dass ich schon wieder sagt, es hat sich immer noch nichts getan. Dann wäre ich, glaube ich, aus dem Fenster gesprungen. Und ja, dann kam mein Freund vorher schon und dann wurde gesagt, jetzt können wir mal in den Kreißsaal gehen. Es war schon wirklich krass, mein armer Freund, der, ich lag da auf so einem Futonbett oder so ein Wasserbett war das, glaube ich. Und hab da vor mich hingeweht und rumgeschrien und rumgejammert und rumgeheult. Aber naja, da muss er mit durch, ne? Ja, dann habe ich so ein sexy Hemdchen bekommen. Und ich hatte mir ja vorher vorgenommen, was ich alles mit den Kreißsaal nehme und so. Und das habe ich alles überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich wollte so einen Fettstift für die Lippen mitnehmen und ich habe mir extra so ein Erfrischungsspray gekauft und Traubenzucker. Habe ich alles irgendwie. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich das alles voll vergessen habe. Ja. Dann sind wir rüber in den Kreißsaal und ich habe ja mir auch vorgenommen, dass ich hauptsächlich aufrecht entbinde. Ja, natürlich. Und in dem Moment war das alles so scheißegal, weil diese Schmerzen, ich war einfach nur froh, dass ich liegen konnte. Und ich war auch so kaputt, weil ich hatte ja dann inzwischen nur schon 15 Stunden Wehen und ich hatte auch nichts richtig gegessen, weil man hat da ja keinen Hunger, wenn man so eine Schmerzen hat. Und ich war schon relativ fertig mit den Nerven. Es war wirklich krass. Ich habe da auch echt rumgejammert und rumgeschrien. Ich hatte am nächsten Tag ordentlich Halsschmerzen. Oder gleich hinterher ist mir aufgefallen, Mensch, ich habe ja total Halsschmerzen. Und ja, dann bin ich da jedenfalls auf dieses große Bett, habe mich da so ein bisschen hingelegt, seitlich. Und die Wehen ausgehalten sozusagen. Inzwischen hatte ich so einen richtig krassen Druck nach unten. Also so, dass man sich wirklich zusammenreißen muss, nicht mitzudrücken. Und dann habe ich gesagt zu meinem Freund, jetzt müsste mal meine Mama anrufen, weil ich so ein Gefühl hatte, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Oder ich habe es gehofft zumindest. Und sie wollte ja ungefähr 3 bis 4 Stunden vorher dazugeholt werden. Und dann hat er meine Mutti angerufen und ich habe schon im Hintergrund übelst rumgeschrien. Ich konnte mich nicht zurückhalten. So 16:30 ungefähr war das, da hat er meine Mutti angerufen. Ja, ich musste wirklich, wie gesagt, kämpfen, nicht mitzudrücken. Das ist diese Phase, wo sich das Baby durchs Becken so selber ein bisschen den Weg bahnt. Und da sollte man nicht mitdrücken, weil sonst das Köpfchen irgendwie gestaucht oder gequetscht werden kann. Und so ungefähr 17 Uhr, also nach 17 Stunden Wehen, wurde ich dann endlich mal gefragt, ob ich denn was gegen die Schmerzen haben will, eine PDA oder so. Also ich habe ja vorher schon immer so ein bisschen Schmerzmittel bekommen. Man kriegt ja hier so eine Venüle rein und dann gab es mal so einen Schmerztropf. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie mir alles gegeben haben. Es ist schwer, sich zu erinnern, weil man ja in dem Moment nicht wirklich alles mitkriegt. Aber ich habe schon vorher so ein bisschen Schmerzmittel noch bekommen und dann aber die PDA. Und das war ja die nächste Tortur, wegen der ich auch noch die nächsten Tage Ärger hatte. Das erzähle ich aber noch in einem anderen Video. Ja, PDA. Und ich habe ja vorher gesagt, ich möchte keine PDA. Ich schaffe das so. Und ich habe dann in dem Moment einfach nur noch ja gesagt. Ja, bitte. Aber die PDA zu legen war anscheinend nicht so leicht bei mir. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, gefühlt. Nicht gefühlt, also es war eine halbe Stunde. Und beim sechsten Mal saß die erst. Ja, ich musste also eine halbe Stunde Wehen aushalten, obwohl ich dabei hochdosiertes Pantoprazol über den Tropf bekommen habe. Das sind diese Wehenhemmer, die ich auch als Tabletten nehmen musste.
die das dann so ein bisschen in dem Moment hemmen, aber dieser Druck nach unten, den hat man trotzdem und dann verkrampft man trotzdem und du musst da eine halbe Stunde still sitzen und das war echt horrormäßig. Ich bin dann auch irgendwie nach einer Viertelstunde, 20 Minuten gesagt, ich mache jetzt einen Abgang, weil ich bin dann irgendwie abgeklappt. Ich habe nichts mehr richtig gehört. Ich wurde leichenblass im Gesicht und ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Abgang. Und dann gesagt, die Hebamme, nee, das machen sie nicht. Dann habe ich was zu trinken gekriegt und so ein bisschen nassen Lappen ins Gesicht und boah, das war echt krass. Also, die haben das nicht hinbekommen, die PDA zu legen. Dann haben sie statt einer PDA ein PDK gelegt, also Peridualkatheter. Das ist so ein kleiner Schlauch, der am Rücken gelegt wird und dann kann man sich jede Stunde irgendwie selber Schmerzmittel reinpumpen und das hat dann irgendwie gesessen. Ja. Und das war dann echt eine Erleichterung nach dieser halben Stunde, dass ich dann gehört habe, jetzt sitzt's und dass ich mich endlich wieder so ein bisschen meinen Wehen hingeben konnte. Ja. Ja, dann hatte ich das auch überstanden. Die Wehen wurden dadurch besser. Was aber immer noch krass war, war dann dieser wirklich krasse Druck nach unten. Das ist, denkt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das Zerreißen, nee, als ob es einen zerreißt, nicht. Das war eher bei den Presswehen so. Es ist so schwer zu beschreiben. Und sie sagt immer, nicht mitpressen, nicht mitpressen. Und du denkst, dein Darm drückt sich raus oder so. Keine Ahnung, es ist ein ganz komisches Gefühl gewesen und du musst dich echt zusammenreißen, da nicht mitzudrücken. Naja, meine Mutti und mein Freund kamen dann wieder rein, die mussten vorher raus. Wo dieses probiert wurde zu legen und dann auch geglückt ist nach 6 Versuchen. ja, die haben mir dann auch nochmal gut zugeredet und ich war inzwischen einfach nur noch so wie in Trance. Ich habe einfach gar nichts mehr richtig mitgekriegt, weil man war so kaputt und diese Schmerzen und man wollte es einfach nur noch hinter sich bringen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange diese Phase gedauert hat, wo ich nicht mitdrücken konnte. Mir kam das ewig vor. Es war so anstrengend. Das war echt schlimm. Und so, glaube ich, so circa 6:30 kommt dann die Hebamme und bereitet alles so vor und hat hinten so das Handtuch hingelegt und was man alles so braucht, wenn das Kleine dann da ist. Und dann, oh, habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt kann es nicht mehr allzu lange dauern. Und ja, das war ungefähr so 6:30. Was habe ich denn hier? Oh, ich bin rot. Und dann gab es das Kommando zum Mitpressen. Ja. Das war echt eine Erleichterung. Und dann habe ich ordentlich gepresst. Mein Freund und meine Mutti standen rechts und links neben mir und haben mit angefeuert. Das war so cool. Eigentlich war es nicht cool. In dem Moment war es nicht cool, weil man denkt ja eigentlich, es zerreißt einen von innen. Und ich habe auch wieder ordentlich geschrien und ihm gesagt, nicht schreien, die Kraft nach unten legen, Mund zusammenpressen. Und ja, dann habe ich ordentlich gepresst. Und ich wurde angefeuert und ich konnte unten mal dann schon das Köpfchen ertasten. Das war so voll komisch. Und ja, angefeuert und 19:03 Uhr macht es dann rutsch und flutsch und da liegt dann unten mein Töchterchen. Und das war so krass. Es ist wirklich so, diese ganzen Strapazen, wenn du plötzlich da unten dieses kleine Menschlein liegen siehst. War schon krass. So. Zusammenreißen. Oh ne, jetzt kriege ich meine hektischen Flecken. Nein, nicht hingucken. So. So, jetzt habe ich mich wieder eingekriegt. Punkt 19:03 Uhr und mein Töchterchen war da. Und das war irgendwie so krass. Man ist irgendwie, das ist ein Gefühl, was man nicht erklären kann, weil man ist schockiert, man freut sich, man ist glücklich, man ist erleichtert.
Man ist erschöpft und irgendwie, das ist wie in Trance. So, total krass. Und ja, dann flutscht euch das immer da. Es ist nicht so, wie es in den Filmen immer dargestellt wird, dass die Kleinen sofort losschreien. Das muss gar nicht sein, weil das kann erst ganz langsam losgehen. Ich immer so, warum sagt sie denn nichts? Sie muss doch schreien. Warum schreit sie denn nicht? Und dann so ganz allmählich hat immer so gemacht. Das war total niedlich. Und ich habe erwartet, dass hier ein Baby lauthals losschreit. Ja, dann haben sie aber so ein bisschen angereizt, um mich zu beruhigen, damit sie ordentlich schreit. Und ja, dann wurde sie mir auf die Brust gelegt und ich habe sie angeguckt und gestreichelt und gerochen. Und für mich hat sie irgendwie nach Nuss gerochen. Ich habe immer gesagt, sie riecht nach Nuss, mein Nüsschen. Ich wollte ja immer mal, mich hat es ja immer interessiert, wie die denn so riechen, wenn sie da rauskommen und irgendwie ein bisschen nach Nuss. Ja, und war total krass. War schön. Es ist wirklich so, dass denn diese ganzen Schmerzen und Strapazen sind eigentlich vergessen. Ist wirklich so. Auch wenn ich fast einen Tag Wehen hatte, das war mir dann in dem Moment irgendwie wieder egal, obwohl ich es vorher, kurz vorher noch verflucht habe. Die Schmerzen, aber dann war es mir plötzlich egal. Ja, und dann haben alle geguckt und Fotos gemacht und mein Freund und meine Mutti und das war, glaube ich, ein richtig schöner Moment für alle. Und ja, dann kommt ja noch eine Wehe für die Plazenta, für die Nachgeburt. Aber vorher hat mein Freund natürlich noch die Nabelschnur durchtrennt. Ja. Obligatorisch, das gehört mit dazu. Und dann kommt die Plazenta nach. Ich habe meinen Freund vorgewarnt, er soll doch da nicht, lieber nicht hingucken. Aber es hat ihn nicht gejuckt, der hat da auf, hat einfach hingeguckt. Und hat es auch gut verkraftet. Und die Hebammen, ja, die nehmen ja dann diesen Batzen so und gucken, ja, da ist alles in Ordnung. Für mich sieht das einfach mal aus wie so ein, ein Batzen von blutigem Zeug. Und dann haben sie gesagt, hier, die Plazenta ist herzförmig. Also kommen sie nochmal wieder. Ich so, naja, das muss ich mir aber noch überlegen. Das weiß ich noch nicht so ganz. Und ja, das war die Geburt. Gerissen bin ich nicht so stark. Also der Damm hat standgehalten, auch wenn ich mit der Dammmassage total faul war. Ich glaube, ich habe es ein einziges Mal gemacht. Und gerissen bin ich nur ein bisschen in der Scheide. Also so richtig innen drin. Und das ist mit 3 Stichen wurde das dann genäht. Und dann war das in Ordnung. Und ja. Das Nähen war auch nicht schlimm. Man kriegt da vorher irgendwie so ein Spray drauf, das brennt ordentlich, aber betäubt auch gleichzeitig ein bisschen. Und man hat ja dann hier sein Kindchen und dann ist ach, alles scheißegal. Man ist, glaube ich, sogar die, sowieso die Zeit nach einer Geburt irgendwie total abgehärtet mit allem Möglichen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme mit Nadeln habe. Und was ich schon während dieser Zeit im Krankenhaus in der Geburt für Nadeln in mir drin hatte, Venülen und Spritzen gekriegt habe, das erzähle ich euch noch in einem anderen Video. Ich werde noch ein anderes Video drehen über die Tage danach im Krankenhaus. Ich musste ja auch ein bisschen länger dann drin bleiben. Warum, wieso, weshalb, das werde ich euch dann noch in einem anderen Video erzählen. Und ja. Dann gibt es ja natürlich noch das Ergebnis der Bemühungen, was ich euch natürlich gerne zeigen möchte. Ihr habt mich ja meine ganze Schwangerschaft durch begleitet und von mir die Ohren voll jammern lassen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch da eigentlich jetzt nicht die kleine Romy, so heißt sie, vorenthalten. In zukünftigen Videos werde ich sie eher so ein bisschen raushalten. Auch je größer sie wird, ich hoffe, ihr versteht das. Es ist nun mal YouTube, eine öffentliche Plattform, wo jeder Zugang hat. Und ja, die Kleine kann nicht selber für sich entscheiden und sprechen, aber
Jetzt, wenn sie einfach so frisch auf der Welt ist, möchte ich sie euch einfach mal zeigen und vielleicht freut ihr euch ja. Und ich werde die Prinzessin mal ranholen. Das ist die süße Schlafmaus. Bist du müde? Und das ist einfach nur traumhaft. Man guckt sie an und empfindet einfach das größte Glück und die größte Freude einfach nur, um sie einfach nur, wenn man sie anguckt. Also, es ist wirklich was ganz Tolles. Schatzi, hast du Blähungen heute? Oh, arme Maus. So. Oh, auch mein schöner Pickel im Dekolleté. So. Dann habt ihr die Süße auch mal gesehen und das Produkt meiner Bemühungen und das Produkt von 40 Wochen Schwangerschaft, wo man natürlich ein bisschen traurig ist, dass es auch vorbei ist. Ich lege sie mal wieder ab. In deine Kuschelecke, hm? In deine Kuschelecke. Vielleicht kuscheln wir mal weiter. Aber jetzt bricht ja eine neue Ära an, sozusagen. Schwangerschaft vorbei und jetzt ist Mama sein angesagt. Ach, sorry, man ist so furchtbar emotional. So. Ich kriege immer hektische Flecken, wenn ich so drauf bin. Ich hätte nicht so was Ausgeschnittenes anziehen sollen. So. So ist besser. Ja, und ich werde natürlich weiterhin Videos machen und ihr könnt mich dann durch diese Zeit der neuen Ära, dieser neuen Phase als Mama begleiten, wenn ihr das möchtet. Und ja, wie gesagt, die nächsten Videos, die geplant sind, sind die in der Zeit nach der Geburt. Wie das dann noch so weitergelaufen ist mit der Kleinen, die Stunden danach und die Tage danach und dann natürlich auch die ersten Tage zu Hause und so weiter. Und ihr könnt mir auch immer noch eure Vorschläge schicken für Videos, die ich vielleicht mal drehen soll, was euch interessiert. Ich habe gelesen, eine Abonnentin würde interessieren, was die ganzen Behördengänge angeht. Da kann ich gerne ein Video zu machen. Das ist nämlich nicht ohne. Ich habe es jetzt hinter mir. Ich habe, glaube ich, alle Behörden abgeklappert, die man so abklappern muss. Und das sind echt einige. Und da kann ich gerne ein Video zu machen. Na klar, warum nicht? Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und ja, ihr Süßen, das war mein Geburtsbericht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe gesagt, es ist so eine Geburt ist wahrscheinlich das schlimmste Erlebnis meines bisherigen Lebens, aber auch gleichzeitig das Wunderschönste. Und das muss man erst mal schaffen, oder? Anne, du wirst mich verstehen. Du hast das, du siehst das auch so. Und ja, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video. Noch was? Ich wollte mich natürlich für eure zahlreichen Glückwünsche bedanken. Es war total schön, das alles zu lesen und richtig viele. Und auch wo ich geschrieben habe, dass es losging, haben mir alle alles Gute und eine schöne Geburt gewünscht. Und dafür wollte ich euch natürlich danken. Das hat mir auch echt nochmal Kraft gegeben und es tut so gut, wenn man sieht, dass so viele ein bisschen hinter einem stehen und dann erzählen, dass sie meine Videos toll finden und schon mitfiebern und so weiter und so fort. Und es ist total, total schön und dafür wollte ich mich natürlich noch bedanken. Ja, das hätte ich jetzt noch fast vergessen. Das ist total lieb von euch und ich freue mich wirklich über jedes Kommentar, wenn ich es auch nicht schaffe, auf jedes zu antworten. Ich lese jedes und ja, danke, 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 danke. Für euch mache ich's, ne? Gut, ihr Süßen, dann hatte ich heute mal ein bisschen meinen emotionalen
Ist ja auch was Emotionales, so eine Geburt, wenn man das dann nochmal Revue passieren lässt. Und ja, jetzt aber. Ich habe ja jetzt wirklich lange gequatscht. Tut mir leid. Die nächsten Videos werden wieder ein bisschen kürzer. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen und fühlt euch gedrückt. Und bis zum nächsten Video. Mua.